Schön seid ihr wieder mit dabei und ich muss diesen ganzen Mist hier nicht alleine durchleben. Das freut mich sehr. Ah, wir haben 3 Medizin. Ich überlege mir wirklich, ob ich vielleicht die andere Medizin nehmen soll, weil wir hier auf gelb sind. Ich muss kurz was nachgucken. So, sorry, musste kurz den Ton ausmachen vom TV. Wir haben ja hier schließlich auch noch eine Erste-Hilfe-Arznei. Vielleicht sollten wir die einfach verwenden. Ach, wisst ihr was? Ich lasse es mal. Ich lasse es mal. So, dann gehen wir zurück ins alte Haus. Wir haben ja den Krähenschlüssel. Und im alten Haus können wir den noch benutzen. In der letzten Folge haben wir einen Flammenwerfer gefunden und einen Granatwerfer. Was sehr, sehr cool ist. Sehr, sehr cool. Den Granatwerfer haben wir jetzt aber momentan mal verstaut, weil der hat nicht so viele Schüsse. Und vielleicht brauchen wir den später ganz dringend. Der könnte uns vielleicht später helfen. Deshalb bewahren wir ihn mal auf. Wir haben ja ein bisschen Schrotflintenmuni auch gefunden. Ja, wir sind einigermaßen gut ausgerüstet. Hoffe ich zumindest. Denn wer weiß, was jetzt passieren wird. Ich glaube, die Spinnendinger haben wir auch alle abgefrühstückt. Hoffe ich zumindest. Mit dem Flammenwerfer. Ja, und dann geht's jetzt hier rein. Juhu. Wow! Alter, das fängt ja gut an. Aua. Huch. Nein. Mutter. Muss ich abhauen? Was muss ich tun? Okay, du kleiner Schwanz. Ich komm hier nicht raus. Jetzt wird's richtig ernst. Ah, nimm das. Und allein weiß. Fackel alle deine Finger ab. Du kannst mir nichts. Was sagst du nun? Nimm das hoch. Da lebt ihr schon. Du wirst in diesem Loch sterben. Ich werde dich in diesem Loch sterben. Boah. Ey, komm her, du Scheiß. Geht gleich von Gut und Böse, hörst du? Geht gleich von Gut und Böse. Ich hab die Schnauze voll von dir, junger Mann. Das hast du davon, die Nase in Ordnung zu stecken, an denen du dich verloren hast. Renne! Hör mir! Was passiert hier? Hallo? Aua! Scheiße! Hilfe, 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 Hilfe! Bist du tot? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, ich werde mich nachher mal heilen. Oh je, oh je. Gut, der Kampf war jetzt an sich nicht so schwer. Gott sei Dank. War jetzt auch nicht so gruselig, nur als sie hier gekommen ist. Wir haben... Ja, komm. Ich heile mich mal. Du bleibst schön da unten, ne? Gut. Krähenschlüssel verwenden und weg hier. Okay, was gibt's hier? Telefon. Eine Kiste. Oh. Aha. Was ist das denn für ein Kind? Betreffend des Seri-Serums in den folgenden Objekten in der Lage Serum synthetisieren. Erstens D-Serie Gehirnnerv, zweitens D-Serie peripherer Nerv. Okay. Ich glaube, das ist es. Das ist das Gegenmittel?
kann ich das jetzt nicht nehmen oder so vielleicht? Also haben tue ich es nicht. Was willst du nicht mitnehmen? Ah, okay. Yo, bin da. Was geht's? Bon, hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Alles klar, zum Glück mussten wir nur den Arm besorgen. Achso, das hier. Aha, okay. Dann haben wir hier nur die Info gekriegt. Ich dachte, das Licht da wäre so ein Serum. Aber es ist wohl nur ein Licht. Eine Mütze. Kriege ich jetzt so ein bisschen Licht? Guck, jetzt können wir hier ein bisschen Licht machen, damit ihr auch mal was seht. Wie viel haben wir da? Ah, wir haben ja noch ziemlich viel Flammenwerfer. Das ist gut. Jetzt fragt sich halt. Die Mutter ist bestimmt nicht tot. Und Jack treibt bestimmt auch noch irgendwo hier sein Unwesen. Da sind ein paar Schatten. Das ist nicht gut. Gibt's hier? Irgendeine Puppe? Ah, Pistolenmunition, sehr gut. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gerönt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Aha, da ist also der Arm. Auch so eine Mütze. Sehr gut. Wollen wir hier mal weitergehen? Irgendwo ein paar Käfer hier. Ah ne, das sind die Motten da beim Licht. Die greifen uns hoffentlich nicht an. Das Ding ist ein bisschen gruselig. Guck mal, da ist noch eine Wackelkopfkuppe. Frag mich wirklich, ob die was bringen. Ja, antike Münze, die letzte, die wir brauchen. Sehr gut, wir können uns die Waffe holen. Da müssen wir was dranhängen, oder was? Ich habe aber nichts. Kann ich die Kurbel dranhängen? Nein. Kann hier nicht verwendet werden. Kleinschlüssel? Nein. Scheiße, brauchen wir doch irgendwie die Laterne der Alten oder so, oder? Das ist natürlich blöd. Den haben wir aber nicht. Das hier können wir auch nicht mitnehmen, einfach so. Haben wir was übersehen? Muss ich nochmal zurück? Kommt jetzt die alte Schachtel wieder? Ich bin bewaffnet. Ist hier noch was rum? Ich glaube aber nicht. Nope. Die alte Schachtel. Sie ist definitiv weg. Ich glaube, da unten ist ihre Laterne. Können wir da runter? Ist sie hinter mir? Ich habe keine Ahnung. Ihre Laterne.
Alter, was geht mit der ab? Teufel! Das ist neu! Und wie das neu ist? Ist jetzt eine Spinnenfrau? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir haben noch. Ach nö, ist das eine Spinnenfrau jetzt oder was los? Ich warne dich, ne? Scheiße. Warum muss ich hinter ihr her? Ich brauche ihre verdammte Lampe, oder? Und wie ich ihre Lampe brauchen werde. Okay, komm. Hinauf da. Sind wir wieder draußen? Wo zum Teufel sind wir? Und wo ist sie? Ich bin bereit, dich niederzubrennen, ne? Also komm mir nicht zu nah. Wo sind wir? Aha, irgendwo da. Ach, da ist der Wohnwagen. Ah, hinter dem Wohnwagen. Starke flüssige Chemikalie. Sehr gut. Oh ja, komm. Dann holen wir uns die andere Waffe. Das wäre sehr nice. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns die andere Waffe. Das tun wir. Die Münze kann ich da lassen. Pam! Okay, los geht's. Ich hoffe, die lohnt sich auch. So, nimm diese ganzen Münzen. Jetzt muss man die einzeln einfügen. Noch eine. Wie eigentlich der Fernseher schon immer? Ich glaube nicht, oder? Der war ausgeschaltet. Noch eine. Noch eine. Noch drei. Zwei. Und das war's. Her mit dem Pistölchen. Gib sie mir. So. 44er Mag. Eine großkalibrige Schusswaffe hat eine enorme Durchschlagskraft, aber auch einen starken Rückstoß. Die Frage ist, ist das jetzt die gleiche Munitionsart oder was für eine Munitionsart ist das jetzt? Ich lege mal die andere Pistole ab. So, wenn wir jetzt die nehmen. Ne, ist definitiv eine andere, weil wir haben nur einen Schuss. Uiuiuiui. Ja, dann müssen wir aber die andere trotzdem noch mitnehmen, ne? Ach, die können wir jetzt momentan auch noch nicht so gut benutzen. Die Pistole ist halt schon besser, weil da haben wir mehr Schüsse. Was braucht denn die Mac für Schüsse? Magnum-Munition, aber von denen haben wir ja noch nichts gefunden. Wir könnten aber auf jeden Fall... Was brauchen wir hierzu? Festbrennstoff. Da können wir noch eine Granate herstellen. Ich glaube, Festbrennstoff haben wir ja gefunden, genau. Dann erstellen wir noch eine Granate, das ist gut. Zwei sogar. Dann haben wir jetzt drei Stück, das ist doch nicht schlecht. Ich behalte aber mal die Ausrüstung so, wie sie ist. Ja, wir lassen das mal so. Was gab's hier nochmal? Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber da bräuchten wir jetzt auch nochmal drei Münzen. Drei Münzen. Ich hab Hunger. Geben wir mal was zu essen hier. Ist das... Gamizu Nishiyu. Ist das essbar? Ein anderes Videoband haben wir ja nicht gefunden. Ne? Gut, dann speichern wir mal und dann müssen wir uns mit der Spinnenmutti anlegen. Na ganz toll. Hui. Da habe ich ja schon voll Bock drauf. Ah, wir können noch ein bisschen weitermachen. Na gut. Ich nehme wieder einen Flammenwerfer, da fühle ich mich einigermaßen sicher. Hilft zumindest ganz gut gegen die Insekten. Oh je, Mine. Okay, wo müssen wir lang?
keine Ahnung. Wahrscheinlich da hoch. Na, da könnten wir zwar auch lang, ne? Okay, gehen wir zuerst hier. Schatzfoto. Noch ein Schatzfoto. Weiß ich aber auch nicht, wo es ist. Ich glaube, die suche ich jetzt auch nicht. Weiß nicht. Spinnenoma. Oder Spinnenmutti. Wo bist du? Gibt's jetzt dann gleich den heftigsten Bossfight aller Zeiten? Ich bin einigermaßen bereit. Spaltmittel, was ist das denn? Spaltmittel kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Aha. Also könnten wir jetzt bei der Munition zum Beispiel sagen, ja, hier spalten. Und dann hätten wir wieder Schießpulver und eine Chemikalie. Denke ich mal. So ist das gedacht. Interessant. Festbrennstoff. Ah, vielleicht hätten wir den Granatwerfer mitnehmen sollen, ne? Oh, Kräuter. Sehr schön. Naja, wir machen... Nein. Ich höre dich doch da unten. Spinnenmutti. Ich weiß aber nicht, ob wir das noch in dieser Folge machen sollen. Ah, nee, Leute, wenn da wirklich ein Bosskampf kommt, dann verschieben wir den auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Immerhin, bei Flammenwerfer sind wir noch ganz gut ausgerüstet. Ich hoffe, es war eine gute Idee, den Granatwerfer noch nicht mitzunehmen. Wir werden es sehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.